Einen wunderschönen guten Morgen, herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Zur Abwechslung mal wieder vom Sofa und es ist sogar noch relativ dunkel, weil es ist früh am Morgen. Jedenfalls möchte ich euch in diesem Video zeigen, wie unser Weihnachtsbaum endlich wegkommt. Ich bin so der Typ für Weihnachtsbaum Zeit holen, also meinetwegen so 1. Dezember oder so, das ist super. Dann hat man so die komplette Zeit vor Weihnachten zur Einstimmung und dann fliegt er direkt raus, so am 1.1. oder so. Das wäre so meine Idealvorstellung. Ja, der 1.1. ist aber schon vorbei und der Baum steht noch. Genau, und ansonsten wieder ein Alltagsvlog. Ich darf halt echt nichts Wildes machen, so ich bin wirklich ans hier sitzen beziehungsweise halt auch viel liegen so gezwungen. Das ist super nervig. Ich bin wirklich nicht der Typ dafür. Ich bin gerade sehr eingeschränkt in meiner Freiheit und alles. Und naja, was soll's, muss ich durch. Und ja, viel Spaß mit dem Video. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord, give me a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign. A sign. I wanna be the greatest. Everybody on their fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient. Hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing. Sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown. Get in my way and to be put down. It ain't your place, no, this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits. Some loose shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose a gift. Oh. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign. A sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign. A sign. Yeah. No mercy in this world, just hunger-thirsty persons in different versions. Each new update, that shit worsens. Why? Pull back the curtain and you'll see the different vermin. We all have different burdens that all seem to cause disturbance. Y'all, so do me a favor, don't treat me like a neighbor. Don't need the different flavors of your problems just to savor. I've got my own issues, I need... So, wir testen gleich mal mein neuestes Weihnachtsgeschenk. Bisschen verspätet. Und zwar diesen wunderschönen Standmixer. Need a comb to get through. Don't need to groan with you. Just go get your wrong tissue. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign. A sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Jetzt sieht es nicht mehr ästhetisch aus, weil ich schon getrunken habe, aber ich habe den Geschmackstest gemacht und den Konsistenztest und das hat es auf jeden Fall bestanden. Ich werde berichten von weiteren Erfahrungen damit, auch wenn wir irgendwie meine Suppe oder sowas machen. Und ja, so sieht übrigens der Baum aus ohne Schmuck. Der muss, also wegen mir kann er sofort weg. Also Bäumchen liegt schon mal. Ich weiß nicht, was du jetzt gerade vorhast. Ich will es auch nicht. Ich hätte ihn ja gerne ein bisschen schmaler. Noch gleich leichter. Du musst die Balkontür öffnen. Ja, die ist jetzt halt auch nicht die breiteste, ne? Aber die ist auch nicht die schmalste. Die ist in Ordnung. Und hier ist endlich wieder irgendwie so Licht in dieser Ecke. Das ist schon ein bisschen faszinierend. Ich hätte irgendwas zum Zusammenhang, aber wir haben nichts. Wir haben nichts. Das ist jetzt so. Decke auf Panzertape rum, das wär's. Nein, wirf den jetzt einfach aus dem Fenster. So, Planänderung, wir stellen jetzt auf dem Balkon auf. Sehr spannend, aber da links in die Ecke, ne? Ich werde den legen müssen und nicht stellen. Stell den da links in die Ecke, so schräg. That's it, the end of the song. Next time you'll sing along. Trust me, there's nothing wrong. I just need to carry on. Cause society's a myth. Put there to make you sit. Listen to what they give. Don't ask questions, shut your lip. Ich glaube, ihr werdet nie wieder eine andere Perspektive als hier vom Sofa kriegen die nächsten
Tage oder so. Ich bin heute jedenfalls, also abgesehen davon, dass Tim heute früh sonst wann auf Arbeit gefahren ist, den ganzen Tag komplett alleine. Es ist so komisch. Also es ist halt ein normaler Wochentag, aber Karl ist ja bei meinen Eltern und Tim ist halt arbeiten und das ist total, es ist echt super verrückt so. Ja, und durch mein hier so ein bisschen ans Sofa gefesselt sein, ist halt echt so, also ich meine, es ist jetzt schon ein paar Wochen so und ich habe mich am Anfang wirklich sehr gelangweilt. Mittlerweile geht's, wobei ich jetzt so gefühlt schon Netflix durchgeschaut habe. Aber was ich noch gar nicht erzählt hatte, glaube ich, ich hatte Ende Oktober, Anfang November angefangen, berufsbegleitend ein Fernstudium zu starten. Ich war einfach der Meinung, ich bin noch nicht fertig oder ausreichend gebildet, sage ich mal. Also ich habe ja schon studiert und mein Filmstudium und sowas war alles super toll, aber ich habe einfach immer noch so diesen Drang, mir Wissen anzueignen, was halt so, ich sag mal, meinen Interessen entspricht, beziehungsweise meinen, ja, den Interessen so im beruflichen Sinne. Also das Filmstudium war tatsächlich mehr privates Interesse, beziehungsweise ich wollte halt was studieren, was mir super viel Spaß macht. Ich habe aber währenddessen auch gemerkt, dass ich damit, also anders als vielleicht einige Kommilitonen, nicht also später weiterarbeiten möchte oder nicht halt im kompletten Ausmaß. Ich habe das Studium gemacht, ich bin da sehr froh drüber, ich habe sehr viel erlernt, was ich halt jetzt auch später so anwenden kann in verschiedensten Bereichen, privat und beruflich. Aber ich bin noch nicht fertig, deswegen habe ich ein Fernstudium angefangen, was halt komplett zeitlich und örtlich eben auch flexibel ist. Und das ist halt jetzt gerade so ein bisschen der Punkt, also da habe ich halt jetzt echt Glück, dass ich das auch im Liegen machen kann. Beziehungsweise im hier so halb auf dem Sofa liegend, sitzend, was weiß ich. Ich muss ja auch aufpassen, ich weiß nicht, ob ich das schon mal gesagt habe, aber ich muss halt echt hart aufpassen, dass ich halt nicht zu viel liege auch, wegen irgendwie Thromboserisiko, dies, das. Also es ist so ein Zwiespalt, so ich brauche schon meine täglichen Gänge irgendwo hin, also so normale Sachen wie was zu essen holen oder so oder auf Toilette gehen. Aber gleichzeitig brauche ich eigentlich auch jeden Tag einen größeren Gang irgendwo hin, der aber nicht anstrengend ist. Also Karl zum Kindergarten bringen oder abholen, das funktioniert, ja. Aber das war es dann auch. Also wenn ich das dann an dem einen Tag gemacht habe, dann kann ich an dem Tag eher weniger nochmal irgendwie zum Arzt fahren oder sowas, weil das ist dann schon wieder Next Level. Da bin ich abends richtig fertig. Also ich habe jetzt auch all meine Muskeln hier verloren. Lange Rede, kurzer Sinn. Die Langeweile kickt also insofern nicht so sehr rein, dass ich halt immer noch mein Studium habe und das hier in eigener Geschwindigkeit, in meinem eigenen Tempo komplett flexibel machen kann. Da bin ich echt sehr, sehr froh und habe ich echt Glück gehabt. Aber ansonsten ist es schon eine super ungewohnte Situation, super komisch auch, so wie schnell sich irgendwie alles so verändert, ja. Ich will mich da nicht beschweren, aber ich wollte euch das mal erklären, so wie die Situation gerade so ist. Weil ich wurde auch jetzt öfter schon gefragt, wie beschäftige ich mich denn in der Zeit, ja, also halt Netflix gucken oder irgendwas ähnliches. Ansonsten Uni-Zeug machen, rumliegen, keine Ahnung. Ich meine, es ist halt auch immer schön, wenn Tim und Karl da sind, dann kann ich mich halt unterhalten oder mit Karl hier halt auch spielen, so auf dem Sofa. Das ist ja alles kein Ding. Aber heute bin ich den ganzen Tag komplett alleine. Das heißt, ich muss mir auch selber Essen machen und sowas. Könnt ihr euch vielleicht denken, dass ich da jetzt auch nicht so, also ich stehe nicht am Herd und koche mir was. Ich stehe vielleicht mal am Herd und rühre mal irgendwie eine fertige Pfanne oder so, aber ansonsten, also ich bin da echt, naja, es ist schon ein bisschen verrückt. Ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Shut your lid! Yeah, don't ask questions, shut your lid! I need to run away from this and go get off the grid!